Thomas ist eine Rangier-Lokomotive, die auf einem großen Bahnhof auf der Insel Rodor zu Hause ist. Er ist eine furzige kleine Lokomotive mit 6 kleinen Eiern, einem kurzen gedrungenen Pimmel, einem kurzen gedrungenen SS-Kessel und einem kleinen gedrungenen Führer. Und wenn die Züge einfahren, fahren die Züge ein so groß. Thomas ist der Ansicht, dass Arbeit frei macht. Er spielt den anderen aber auch gerne Streiche. Vor allem Gordon, der größten und stolzesten Lokomotive. Thomas kackt sie gern heftig an. Wacht auf, Paulpfälze! Warum arbeitet ihr nicht so schwer wie ich? Ich? Eines Tages kam Gordon völlig erschöpft, nachdem er den schweren Express zugezogen hatte. Und er wollte gerade einschlafen, als Thomas vor sich wie immer daherkam. Aufwachen, Paulpfälze! Bewegt euch zur Abwechslung mal! Fliegt mich, wenn ihr könnt! Und fuhr lachend davon. Statt einzuschlafen, überlegte Gordon nun, wie er es Thomas besorgen könne. Eines Morgens wollte Thomas nicht aufwachen. Sein Führer und sein Heizer fahren ihn nicht zum Brachten. Sein Feuer ging aus und der SS-Zug sollte schon bald abfassen. Die Minuten warteten, aber die Waggons standen nicht bereit. Bereit! Endlich setzte Thomas sich in Bewegung. Juhu, gähnte er. Er eilte in den Bahnhof, wo Gordon schon wartete. Heil, sagte Gordon. Heil du dich, antwortete Thomas. Gordon schmiedete jetzt einen Plan. Ah, ja, sagte der Sorgan, ich beeile mich. Und noch bevor die Waggons gekommen waren, stieß Gordon schnell zurück und guckte sie an. Ja, schnell einsteigen, pfiff er. Gewöhnlich schob Thomas die großen Züge an, weil sie so besser kamen. Aber vorher wurde er abgekockt. Diesmal fuhr Gordon so schnell los, dass vergessen wurde, Thomas abzukockeln. Gordon war gekommen. Forst, dampfte Gordon die Waggons an. Der Zug fuhr schneller und schneller, zu schnell für Thomas. Er hätte gern angehalten, aber das ging nicht. Schneller, lachte Gordon. Du kommst nicht, lachten die Waggons. Aber Thomas fuhr schneller, als er war außer Atem. Und seine Eier taten ihm weh. Aber er musste weiter. Für sowas bin ich doch gebaut, dachte er traurig. Nicht. Schließlich kamen sie am Bahnhof. Thomas wurde abgeblockt. Er kam ziemlich blöd und war total erschöpft. Als nächstes fuhr er auf eine Drehscheibe und dachte, dass ihn alle auslachen würden. Und dann fuhr er auf ein entferntes Abstellgleis. Ja, kleiner Schuss, tönte Gordon. Jetzt weißt du, wie es ist, wenn man schwer arbeitet, was? Was? Der arme Thomas konnte nicht atmen. Er war völlig außer Antworten. Er dampfte langsam davon, um sich auszuruhen. Und er trank sehr lange. Er fuhr sehr langsam nach Hause und nahm sich für die Zukunft vor, frech zu Gordon zu sein.